Evil 5. Charaktere dahinter, Schlachter am Ende. Die Originalklamotten tatsächlich auch mal tragen. Stimmt, ja. Außer Geil, ne, der halt blau trägt. Na ja, gut, das kannst du ja auch als Original nehmen, weil bei Super Smash Turbo da hatte er ja nur, auch nur blau quasi. Ja, und Shani trägt rot. Ja, genau. Ja, auch wie bei Turbo. Da war das, das alternative Outfit. Ja. Meine, jetzt ist natürlich das Blau, sieht natürlich cool aus bei dem Anzug, ne? Ja. Als Hardcore-Fan kannst du natürlich auch nur wieder drüber aufregen, ne? Genauso, dass Geil nicht amerikanisch genug ist. Yeah. Ja, gut. Er ist halt voll der 1A Originalamerikaner, so wie Scott Putzki einer war. Und er hat halt den Akzent, ja, weil die Eltern kamen aus dem Ausland, sind aber Amerikaner, denn er ist ja in Amerika geboren, die leben da auch. So muss man sich das denken, Leute. Er hat einen belgischen Vater, Colonel Guy, und deswegen heißt er wahrscheinlich auch William. Und der hat seinem Sohn dann immer, um so die Tradition zu halten, mit ihm auch mal flämisch gesprochen die ganze Zeit, was zu einem Bruch der amerikanischen Sprache geführt hat bei William. Und deswegen hat er so diesen Akzent im Film. Hört euch das an, liebe Leute. Das ist eine Erklärung, die einzige Erklärung, die in diesem Kontext tatsächlich mal Sinn macht. Ja. Und er hat sie abgeliefert. Ja. Wenn ihr das nächste Mal über den Street Fighter Film lästert, hört euch diese Erklärung an, warum Geil einen Akzent hat im Film. Ja. Ich mache mir über alles Gedanken. Ja. So ist das nicht. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, warum Dalsim kein bisschen was mit dem Charakter zu tun hat, der im Videospiel ist, aber da bin ich auf keine Schlussfolgerung gekommen. Ja, er ist Wissenschaftler, ne? Er hat nichts damit zu tun, weil Wissenschaft halt. So, okay. Wissenschaft, ja gut, okay, da braucht man sich über nichts Gedanken machen. So, ich habe erstmal die Bestien, Tafel, was auch immer, von Kram eingesammelt. Du hast Fortschritt verursacht. Ja. Ach ja, hatte ich gestern auch schon mal. Was waren 2%? Ja. So. Gibt wieder eine lustige Bootsfahrt. Come on. Nein! Ich komme doch schon, lass mich! Shubba, come on! Wie er auf dem Boot da sitzt, ne, wenn du den Turbo anschaltest und wieder loslässt, wenn er sich sofort zurückbeugt, sieht teilweise aus, als würde er sich gerade einen runterholen. Ich finde das mal lustig, dass bei mir hier auch Beschleunigen und sowas steht, ne, obwohl ich das eigentlich gar nicht kann. Kannst du schon, wenn wir die Plätze tauschen oder wenn du halt fährst. Ja, aber das ergibt ja keinen Sinn, wir sind beim Kontrollpunkt, wenn wir die Plätze noch nicht getauscht haben. Ja, nur damit du halt weißt, falls du gleich mal fahren musst. Oder wirst, dass du die Steuerung weißt, weil ich kann mich erinnern, gestern hast du gefragt, wie man das Ding fährt. Ja, stimmt. Dann weißt aber du. Da haben sie es dann auch nicht angezeigt, ne? Da haben sie es wahrscheinlich auch vorher angezeigt, nur du hast es nicht wahrgenommen, weil du nicht damit gerechnet hast, dieses Boot zu steuern. Das kann auch sein, ja. Das wäre jetzt auch wieder eine logische Erklärung. Ja. Ist alles viel logischer heute. Ja, auf jeden Fall. Schatz. Und du holst da oben den. Come on! Bin doch schon vor dir da. Boah, das gibt's ja nicht, du Cheater. Dafür musst du jetzt auf Boot fahren. Scheiße! Weißt du die Steuerung noch? Ich glaube ja. Du musst mir nur sagen, wo... Ich halte hier eine Knarre am Kopf, also fahr das Ding besser. Wo willst du zuerst lieber hin? Oben rechts oder... Ja. Hast du mir gerade ein Stück Fleisch aus meiner Schulter geschossen? Du hast eben so komische schwarze Flecken gerade in der Fresse gehabt. Hast du dich erschrocken, ne? Ja, ich dachte für einen Moment, Papa Shango sitzt auf dem Boot.
Ja, oh. Toll eingepackt. Ich sage mal, fast gut muss reichen. Fast gut ist auch gut. Ja, ist schon so einer, ne? Ja. Ich brauch auch Munition. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ja gut, du bist wesentlich stärker im Eliminieren quasi, deswegen sei dir das vergönnt. Ja, wahrscheinlich, weil ich so viel Munition immer mitnehme. Wo jetzt in diesem Kapitel das Ruf. Fast alles abgeräumt. Also will ich auch dann am Ende des Kapitels mal einen hohen Bodycount bei dir sehen. Mal schauen, was ich machen lässt. Ja, ich bin auch schon da. Ja, ich hab... Geht das wieder los? Ich hab zu früh gedrückt. Ich stand noch nicht richtig in Position bei der Leiter. Also immer sachte gehen. Das war jetzt mit Absicht. So. Jetzt, Kommen Freunde. Kommen Freunde. Die Welt zu Gast bei Freunden. Natürlich gleich nicht wenig. Wie sollte es anders sein? Warum auch wenig schicken, wenn es viel sein kann? Ja. Ja, okay, erstmal schön Speer in die Brust. Teil aber wieder den Kopfschutz daraus. Und einen schönen Jab. Fuck. Ja, ich sehe ihn schon. Halte drauf. Oh, okay, brauche ich nicht mehr. Ja, auf der Weg noch. Den muss man erst an der Seite treffen, wenn er dann sein Ding da aufmacht, dann in der Mitte reinballern. Oh, der lebt immer noch, der Rollosack. Das gibt's ja gar nicht. Was denn für das Zielgewehr? Ja. Gebe ich dir mal. Ja, habe ich auch noch 23 Stück, aber. Ja, hast du jetzt halt noch 5 mehr. Ist doch, ja, ja. Ist doch nichts. Immer zu. Oh, scheiße, nee, kacke. Oh, da liegt noch ein Ei. Ja, ein braunes. Ja, ein braunes. Mhm. Das war nicht so sauber, als es herauskam. Shabba! Glaubst du, es war ein Ei von Carlos Blanca? Könnte sein, ne? Wo der neue wobei dann würdest du ja einen elektrischen Schlag kriegen, wenn du es anfährst. Ja.
So. Wieder mal Zeit für einen Krokodilen gefressen zu werden. Obwohl wir da gestern gar nicht gestorben sind. Nee, eigentlich nicht. Ich möchte auch gar nicht sterben an der Stelle. Deswegen werde ich mir im Wasser auch keine Items oder sowas einsammeln. Egal, ob hier welche liegen könnten. Das ist das Scheißvieh. Da. Okay, dude, let's go. Es regnet trotzdem. Du Bauer. Okay, Bauer. Ja, genau. Der ist die Person, die Coolness hatte, der jetzt auch nicht gefroren. Hast ihm den Schädel von. Den Schädel Scheiße. Von. Übel geschossen. Übel. Oh, ich kann hier nichts einsammeln, die ganzen Heilgegenstände musst du alle nehmen. Ja, du hast doch wieder, was du wieder alles an Waffen mitschleppst, ey. Granatwerfer. Hab ich nicht. Ach ja, stimmt, den habe ich dabei. Scheiße, den hatte ich gestern noch ausgelegt, aber ist dann nicht gespeichert gewesen ganz zum Schluss, ne? Ja, ist ja egal. Und solange ich es einsammle, ist es ja nicht verloren. Habe ich natürlich nur noch eine. Gar keine Schussmunition mehr zum Nachladen, das stimmt nicht, traurig. Got displayed. And now enemies. Ja. Nur noch der äußerst ungefährliche Rückweg. Ja. Nein! Ah, ja, es musste passieren. Ja. Da haben meine zwei Kugeln leider nicht gereicht. Aber ich habe das sowieso nur gemacht, dass damit ich hier den Granatwerfer. Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Damit du dir dein Inventar wieder auf Vordermann bringen kannst, ne? Ja. Ja, verstehe schon. So, haben wir das leer. Dann können wir nochmal. Oh. Oh, bestimmt. Wenn wir schon mal hier sind. Schon mal ein paar Schätze verkaufen. Ist ja auch unterhaltsam. Ja. Das sind wirklich viele, die sich angesammelt haben. Von gestern übrig geblieben? Kann sein, ja. Ja, ist ja nicht, ist ja nichts. Ich sage ja, ich hatte eigentlich die Sachen auch von meinem Dings. Okay. Naja, holt man den ganzen Kram halt doppelt, ist ja besser so, eigentlich. So, Heilgegenstände nehme ich nicht mit, die hast du. Das, was du eben eingesammelt hast, die Eier und sowas, zählt das, wenn du gestorben bist? Ja, oder? Die habe ich verstaut. Aber mit Eiern kann ich nur mich heilen. Keine anderen. Ja. aufschlagen und drüber kippen. Okay, ich gehe schon mal auf Start, ja? Ja, bin hier sofort fertig. So. Wie viele Shots brauchen so ein Krokodil? 3 Stück oder was? Okay, der Pumpkin müsste eigentlich so 1 oder 2. 2 oder 3 ungefähr reichen. Hatte ich wahrscheinlich genau 1 zu wenig eben. Ganzen Scheiß nicht mehr. Naja, gut. Oh, da war was. Ja, hab ich schon gekriegt.
Ja, dann nie. Bringt das was? Ja, ja, geil. Sehr gut auf so eine kurze Entfernung mit dem Sniper-Gewehr da zu ballern. Ich hab das eben gar nicht gemerkt. Das war quasi nicht beabsichtigt. Fresser. Rohe Eier, lecker. Ja, na selbstverständlich, gibt Kraft, ne? Damit sie auch morgens noch kraftvoll zubeißen können. Wir laufen jetzt wahrscheinlich wieder genau zu dem Krokodil hin, ne? Weil, muss ja sein. Ja. Ja, dann gehst halt einfach wie ich dran vorbei. Oder so.